Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie lebhaft auf unserem YouTube-Kanal Immobilienrecht Top Aktuell. Generalthema, leider Gottes, Corona, Miete und Co. Der Anlass ist traurig genug, aber wir wollen mit unserem YouTube-Kanal ein bisschen aufklären. Ich werde in der Beratung oft gefragt, ja, muss denn der Vermieter nicht Hygieneprophylaxe betreiben, Vorsorgemaßnahmen ergreifen, Mundschutz, Sterilium, Handschuhe im Flur an zentraler Stelle auslegen, an Gemeinschaftsorten, Gemeinschaftsflächen? Natürlich nicht, meine Damen und Herren. Das muss er nicht. Der Mieter ist insofern ein verantwortungsbewusster, aber auch eben selbstverantworteter Bürger oder eine Bürgerin. Und sich anzustecken oder das eben zu vermeiden, gehört zum allgemeinen Lebensrisiko. Dafür muss sich jeder selbst schützen. Der Vermieter ist dafür nicht zuständig. Wie sieht es denn jetzt aber aus, wenn wir wirklich einen Corona-Verdacht im Hause haben? Wir nehmen uns mal die Situation vor, dass wir ein Mehrfamilienhaus haben, ein Mieter dort in Quarantäne ist, sei es freiwillig oder sei es behördlich verfügt. Wie sieht es dann für den Vermieter aus? Können jetzt die Mieternachbarn hingehen und sagen, mein lieber Vermieter, jetzt musst du aber diese Hygieneprophylaxe treffen? Meine Damen und Herren, auch dann nicht. Dann gilt dasselbe. Das heißt also, auch hier müssen die Nachbarn darauf hinwirken, dass sie sich selbst entsprechend schützen. Eine ganz andere Frage ist, ob der Vermieter im Zuge eines Kundenmanagements, eines eigenen Empfehlungsmarketings solche Mittel und Maßnahmen ergreift bzw. bereitstellt. Dann ist es aber freiwillig. Müssen muss er das nicht. Was ist jetzt letztendlich mit der Miete? Nehmen wir mal an, der Mieter kommt zum Vermieter und sagt, naja, ich habe jetzt einen Corona-Fall hier im Hause, ich habe Angst davor, es ist bestätigt, die Gefahr besteht, wir haben eine Quarantänesituation, all die Fälle können wir aufrufen. Kann er dann die Miete mindern? Nein, meine Damen und Herren, das geht ebenfalls in keinem Fall. Deswegen können wir die zusammen behandeln. Also erstmal die pure Angst vor Ansteckungsgefahr macht die Wohnung nicht mangelhaft. Ich kann trotzdem ganz normal darin wohnen, ich kann sie ganz normal nutzen. Auch die Quarantänesituation eines Nachbarn im Haus hat keine Einflüsse auf die Möglichkeit, die eigene Wohnung zu nutzen oder weniger zu nutzen. Die Wohnung bleibt genauso tauglich, wie sie bisher war. Und deswegen kann hier eine Miete auch nicht gemindert werden. Nun kennen wir aus der Gewerbemiete Betriebsverbote oder Nutzungsverbote. Das werden wir im Wohnraummietbereich kaum antreffen, denn die Behörden wissen genau, dass sie dann Obdachlosigkeit schaffen würden. Und deswegen muss man damit rechnen, sodass hier in unserem Fokus, wir betrachten ja gerade die Wohnungssituation, auch die Frage unentschieden bleiben kann, ob eventuell dann Mietminderungsrechte eingreifen oder nicht. Kurz und gut. Die Miete muss jeweils immer gezahlt werden, egal wie nahe Corona vor dem Haus steht oder im Haus ist. Für heute vielen Dank hier auf diesem YouTube-Kanal, den Sie gerne abonnieren können. Ich sage es nochmal, Immobilienrecht Top Aktuell heißt er. Gerne weitere Informationen in Kürze. Bleiben Sie gesund!